Hallo, mein Name ist Fatmira Alushi. Ich bin 28 Jahre alt, wohne in Nürnberg, geboren im Kosovo. Ich heiße Denat, ich komme aus Albanien, ich bin 21 Jahre alt. Meine Position ist im Mittelfeld, egal ob links, rechts oder in der Mitte. Ich spiele für SC Germania. Meine Position ist Mittelfeld und manchmal spiele ich Stürmer. Denat, seit wann bist du in Deutschland? Schon lange, ein Jahr. Ein Jahr? Ja. Bist du mit deiner ganzen Familie gekommen? Ja, ich bin mit meinen Eltern und mit meinem kleinen Bruder. Wie alt ist der? Er ist 14 Jahre alt. 14? Und was macht er so? Er geht in eine Realschule. Heißt. Realschule geht er. Macht es ihm Spaß? Ja. Und, dein Bruder spricht gut Deutsch, ja? Ja, sehr gut. Schön. Jeden Tag in Schule und dann so, ist nicht so schwer. Ja, die reden einfach drauf los, die schämen sich nicht. Und jeden Tag 7 Stunden in Schule und dann... Ja, 7 Stunden, wow. Wie hast du Deutsch gelernt? Für mich war es mit Sicherheit etwas einfacher als für dich. Ich war ja 5 und sofort, ich glaube so nach ein paar Monaten, hat man uns auch in den Kindergarten gesteckt. Man hat dann auch ganz schnell Deutsch gesprochen. Denat, ist die deutsche Sprache schwer für dich? Ja, ist ein bisschen schwer. Erst einmal, ich war in Deutschkurs und dann viel gelernt mit meinen Freunden im Fußball. So, dann immer reden Deutsch. Ich arbeite als Hausmeister mit einer pro Stunde und dann da auch sprechen. Okay. Wenn du willst in Deutschland bleiben, musst du Deutsch sprechen. Ja, richtig so. Das machst du auch gut. Wie sieht jetzt deine Zukunft aus? Wie geht es weiter für dich? Manchmal ist es so schwer, Deutsch sprechen. Vor einem Jahr schon, du hast vielleicht Nippon, meine Ausbildung. Ich habe das muss und fast jeden Tag. Vor Ausbildung Dachdecker? Ja. Chance hat ihren Zero. Was meinst du? Kriegst du die Ausbildung? Wie sieht's aus? Ich hoffe, deine Wünsche gehen in Erfüllung. Was ist dein richtiger Erfolg? 2007 die gewonnene Weltmeisterschaft in China. Ja, das ist toll. Ja, aber ich musste auch, wie du, für all diese Erfolge hart arbeiten und kämpfen, musste versuchen, mich erstmal einzuleben. Man hatte Angst, man hat sich immer geschämt. Aber irgendwann durch den Fußball ging es wirklich sehr schnell. Ich habe sehr schnell Freunde gefunden, ich habe Selbstvertrauen gewonnen. So habe ich mir dann auch viel Respekt erarbeitet.